So, hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Genau, so schaut's aus. Und wir sind hier heute auf dem Weg hierüber. So, Römerlager des Michi, schieß mich durch. Man weiß es nicht. So, wir gehen mal hier rüber. Hier ist noch alles sehr. Hier sollte ich vorsichtig sein. Ja, hier wird zuerst geschossen. Bevor man liest. So. Gucken wir mal, was hier die Jungs alles auf Lager haben. Soweit. Luden, Luden, Luden. Ja, okay. Dörfler. Ja, das ist so dorfmäßig aufbauen, ne? Boah, das fängt schon da an hier, ne? So, haben wir noch was? Das was, ich glaube, ich schnapp mir tatsächlich die auf dem Boot erst einmal. So, die zwar... machen Trainingsübungen. Ah. Mal schauen, ob er drauf anspringt. Das soll ja eigentlich funktionieren. So, die schmeiße ich auch noch gleich mit ins Wasser. So, soweit alles paletti. Ich frage mich jetzt nur, wo der hinkommt. So, die zwei Jungs sind hier. Sehr schön, ich liebe dieses Pfeil. So, Luden, 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 das nehmen wir natürlich mit. So, als nächstes heißt es hier, töte den Hauptmann. Dann wären wir hier theoretisch auch schon durch. Inferno?
Mahlzeit! Wuhuhu! C'est quelqu'un, Capitaine! Na komm nachher, wir verstecken uns mal hier drin. Das machen wir zum ersten Mal jetzt hier, ne? So, Cabo, komm nachher, packe die Kleider rein. Nun, dies Baruit. Sehr ui. Okay, den können wir nicht looten. Aber den können wir looten. Hier können wir freundlich looten. Weißt du, was wir jetzt machen? Schlaf gut. Uhuhu, na, da hängt er rum. Haha, so. Netzerler. Klar, wir gucken uns hier natürlich überall um. In den Häusern gibt es sicherlich ein wenig was zu looten. Luden. So, hier können wir nicht rein. Hier waren wir gerade drin, dann gehen wir mal hier rüber. Können wir auch nicht rein. Für das Häusle auch noch mit dazu. Ja, es können noch theoretisch dazu, aber... Können wir nicht rein. So, dann... So, hier kamen wir natürlich auch gerade her. So, da füllen wir mal auf. Hier gibt es auch nichts. Hier aber mal vollständig als halber nochmal hier hoch. Okay, hier gibt es tatsächlich nichts. Schade. Dann hätten wir aber das trotzdem gemacht. Sehr schön. So, dann gehen wir hier nochmal an den hinteren Zipfel. Laufen wir mal. Da noch rüber. Ich bin gespannt. Ich kann eigentlich mal unser Kamel. Was ist jetzt? Nein! Das ist schon wieder so eine Elefantenarena. Ich habe ja selbst die erste nicht einmal geschafft, ne? Ich habe auch keinen Elefant weit und breit, ne? Das ist die Tür. Whoa.
Ups. Besoffen hier, komm, weil wir es können. Oh. Herr! Nee, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ah, wir müssen das aber auch noch machen, ne? Weißt was, das greifen wir nach den DLCs an. Das greifen wir nach den DLCs an. Wird sicherlich lustig werden, ja? Wird sicherlich lustig werden. Weißt du, was ich mir schon auch überlegt habe? Die Hauptquiz, ne? Die müssen wir halt mal auch machen, die Hauptquiz. So, weil wir es können. Gucken wir uns die Ruine hier an. Wow. Gibt's hier was? Gibt's hier nichts? Hier gibt's nichts. Okay. Hey, Kamelchen. Weil wir es können. Quests. Prüfung des Sobek haben wir ja schon hinter uns. Oh, neues Schild. Was haben wir da? Bestimmt nichts Gescheites. Nee, haben wir nichts Gescheites. 6 Waffen. Und Distanzwaffen technisch mäßig. Auch nichts Neues. Okay, dann. Ja, was, was? Dann nehmen wir mal die Abzweigung hier dann. Wir laufen dann einfach darüber. Und dann schnappen wir unser Boot. Und machen hier dieses Areal. Haben wir ja einiges. Ach Gott. Ich denke mal, das hier ist die Stadt, ne? Okay, hier gibt es ja auch nochmal bekanntlich. Wir haben Fähigkeiten. 5 Fähigkeitenpunkte, willst du mich verarschen? So, was haben wir denn hier? Krieger. Meisterkrieger erhöht den Schaden all deiner Nahkampfangriffe um zusätzlich 1%. Diese Fähigkeit kann mehrmals erlangt werden, okay. So, ich kann noch einen zusätzlichen Nahkampf, bevor er sich erholt. Ja, komm, das ist nicht verkehrt. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Was haben wir hier? Nahkampfbeutel, du plötzlich automatisch Gegner, die du im Nahkampf getötet hast, okay. Ja, kann man machen. Kampfrausch, um die Substanz gegen einen Arglos mit einer geringeren Stufe einzusetzen. Ja, ist alles ganz nett. Ich kann Länge unter Wasser, ja, ist auch ganz nett. Tierturmtür, nachdem du ein Tier mit einem Schlafpfeil betäubt hast, zähme es mit, damit es dir folgt. Du musst erst die Fähigkeit Schlafpfeile erlernen, um die Fähigkeit Tierturmtür einsetzen zu können. Wir haben 3 Punkte. Streitwagen, du kannst in Stellen Streitwagen kaufen. Ja, das ist so interessant. Attentatsbeute, ja, das ist auch so ein Ding, wo wir jetzt nicht unbedingt bräuchten. Jagdinstinkt. Wenn es in einem Schwebmodus ist, kannst du mit Zivilisten, Gegner oder Tiere markieren, um ihren Bewegungspfad zu sehen. Ja, das ist auch nicht. So, Bogenraser, nein. Nach einem heimlichen Kill mit deinem Bogen wird für 3 Sekunden eine Zeitlupe aktiviert, solange du weiter mit dem Bogen zielst. Ja, es ist eigentlich jetzt doch unspektakulär. Schildsturm könnte man natürlich machen. Halt im Schildmodus gedrückt, um schneller zu rennen und Gegner zu rammen. Diese Aktion verbraucht Adrenalin. Nahkampfbeute. Ja, das sind jetzt alles so Dinge irgendwie, ne? Meist im Luft anhalten. Tierturmtür, Streitwegen.
Andartsbeute kommen, weil wir es können. Weil wir es können. Das ist das heimliche Kill-Serie. Aufeinanderfolgende Andarte gewinnt die ANP-Bonus, solange du nicht entdeckt wirst. Das ist natürlich nicht verkehrt. Das machen wir dann, glaube ich, als nächstes. So, erweiterte Kompass. Du kannst einzusichern. Bevor sich der Gegner holt, das ist sehr schön. So, was haben wir gesagt? Nächste Abzweigung links, ne? Das wäre dann der, oder? Nein, Trottel. So, wir rein weiter. Entschuldigung. Die Abzweigung hat er gemeint. Wir laufen jetzt, oder wir reiten jetzt einfach mal hier drüben entlang. Nur, dass wir das hier auch alles abgeschlossen haben, dass wir das komplett haben. Oh. Was ist das für eine Stufe eigentlich? Elefant töten, willst du mich verarschen? Wo ist der andere Elefant eigentlich? Elefantöne, willst du mich verarschen? Stufe 40. Wow. Obwohl ich ja gelesen habe, dass es tatsächlich die schwierigsten Gegner sind. Ne? Ich meine, gut, wir haben in der letzten Folge, was heißt in der letzten Folge, aber wir haben ja neulich, oder war das die letzte Folge? Nee, neulich haben wir ja sowieso die Prüfung des Sobek gemacht. Der war Stufe 40, also wenn ich mal behaupte, kann man schon mal machen zwischendurch. Wow. Was mache ich denn hier? Oder wir versuchen es tatsächlich mal mit dem Elefanten. Ich weiß nicht, sollen wir es machen? Sollen wir es versuchen noch? Luden, luden, luden. Sehr schön, Zedernholz. Schwere Klingenwaffe. Wir synchronisieren. Na, ein Träumle. Ist eine gute Frage. Sollen wir es mal probieren? Ups. Stufe 40. Kann natürlich sein, oder ich gehe auch stark davon aus, dass wir es auf Anhieb nicht schaffen werden. Wieso sind wir hier? Gehört es auch noch zu den hier im Lager? Luden, luden, luden. All nicht mehr. Hätten wir das doch fast vergessen da. Hätten wir das doch fast vergessen. So, dann gehen wir mal rein hier. So, weil wir es können, wir versuchen es einfach mal. Schaffen.
Alter. Das hat er nicht drauf, oder was? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Eieiei, jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr. Lacht. Ja, wie geil ist denn das, Freunde? Da machen wir doch gleich mal hier. Ja, das können wir so lassen, ne? Weißt was? Foto machen. Kurzer Prozess, Freunde. So schwer ist es gar nicht, ne? Ja.
yes, yes. Sehr geil. Ich freue mich sehr. Römisches Jumbo-Lager, sogar einen Punkt mehr bekommen. Geil, geil, geil. Boah, da hätte ich jetzt Bock, den anderen zu machen, ne? Da hätte ich jetzt echt Bock, den anderen anders zu machen, ne? Weißt was, Freunde? Schnellreise. Machen wir das dann morgen auch noch? Oder heute? Könnten wir eigentlich, oder machen wir es morgen? Man weiß es nicht. Wir haben keine Waffen. Ne? Also Dinge auffüllen, ne, meine ich. Oder? So, schnell eine Markierung da hinsetzen. Schaut's aus mit der Ausrüstung? Gar nichts haben wir da. Gar nichts haben wir da. Obwohl, wir könnten ja aber... So, wir rufen unser Drommel da. Ah, da bin ich jetzt echt auf den Geschmack gekommen, ne? Gut, ich denke, mit dem anderen hätten wir es auch geschafft, aber hätten wir halt vielleicht dann doch ein bisschen länger braucht. Aber war gar nicht so wild jetzt, also ich, fand ich jetzt nicht so schlimm. Gut, wir haben auch, muss man auch so sagen, dass wir hier doch unglaublich starke Waffen haben. Ne? Kommt ja auch noch mit dazu. So, da sind wir schon. Da sind wir schon. Sehr schön. Oh. So, dann füllen wir mal alles auf. Was sind das hier tatsächlich? Zwei? Mal gucken. Wieso sind zwei? Trappe den nieder! Brenne! Brenne! Angriff! Feuer!
So, mein Freund. Easy going, Freunde. Erzähle! Mahlzeit! Yeah! Oh, ein Raubtierbogen, wie fett, Alter, wie fett. Sehr geil, sehr, sehr geil. Ja, umso tiefer fallen sie. Yes, 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 yes. Entschuldige, weißt du was? Wir machen eine Schnellreise, beziehungsweise machen hier wieder eine Folgenpause. Und wir können nur hierher. Ja, so soll es sein in diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Origins. Macht's gut, Servus. Euer Franconia. Ciao.